Was ist jetzt kurzfristig das größte Risiko für die Aktienmärkte? Nun eines, dass die asiatischen Märkte und die US-Futures jetzt bereits ein bisschen einzupreisen beginnen. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf das, was heute an den Märkten zu erwarten ist. Ja, es ist die Furcht vor dem Überschwappen der Epidemie, der Coronavirus-Epidemie in die USA. Und genau das ist jetzt sozusagen das größtmögliche Risiko, der größtmögliche Pain Trade, der hier vor uns liegen könnte. Schauen wir uns mal ein paar Dinge an, die jetzt heute Morgen relevant sind. Wir sehen, dass zunächst mal die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe unter die 1,30% fällt. Neues Allzeittief. Das heißt, die Anleihenmärkte sind in Alarmzustand. Wir sehen Donald Trump mit der Pressekonferenz heute Nacht, die ein ziemlicher Nothing-Burger war, wie amerikanische Medien sagen. Also das war nix, da sehen wir Mike Pence, Vizepräsident, der sozusagen hauptsächlich jetzt diese Kommission leiten soll, die sich um die Corona-Geschichte kümmert. Hier ist das Problem jetzt schlichtweg, dass in Kalifornien ein Fall aufgetaucht ist, eines Infizierten mit überhaupt keiner bekannten Geschichte, die etwa andere Infizierte betreffen könnte oder eine Reise nach China oder irgendwas anderes. Und das nährt jetzt die Sorge, dass die Ausbreitung in den USA schon viel fortgeschrittener ist als bekannt ist, zumal die Amerikaner kaum bisher Tests haben durchführen können. Es gibt ganz wenige Testmöglichkeiten bislang in den USA und genau das ist jetzt auch der Grund, warum möglicherweise die Amerikaner und die Wall Street noch nervöser werden. Gestern ja die Aussage des deutschen Gesundheitsministers Spahn, der gesagt hat, ja, das Problem ist, dass diese zwei Infizierten jetzt in Nordrhein-Westfalen, ein junges Paar, von wo der männliche Part sozusagen jetzt auf der Intensivstation liegt, in kritischem Zustand ist, dass die zwei Wochen vorher richtig schön Karneval-Party gemacht haben, also mit vielen Leuten in Kontakt gewesen sind. Deswegen habe sich die Lage jetzt, so Spahn, grundsätzlich geändert und diese Geschichte steht möglicherweise jetzt auch den Amerikanern bevor. Jedenfalls war die Pressekonferenz von Trump Bums jetzt nicht gerade so furchtbar überzeugend, da kommen dann Sätze, wir sind sehr, sehr vorbereitet auf das, egal was es ist. Ja, das nennt man dann einen Nothing-Burger und die Märkte haben darauf reagiert. Und das in Kombination eben mit diesem Auftauchen des Falls in Kalifornien, schauen wir uns hier ein paar Headlines an, was hier zu konstatieren ist, was hier Stand der Dinge ist in Sachen Coronavirus. Wir haben wieder den größten Anstieg jetzt der Coronavirus-Fälle in Südkorea. Wir sehen diese Kurve, die geht massiv nach oben. Ist auch ein US-Militär in Südkorea ja jetzt infiziert. China meldet 26 neue Tote und 409 Infizierte. Wer es glaubt, der wird ganz unbedingt selig und. Hier zum Beispiel ein ganzer County jetzt unter Beobachtungen in den USA. Orange County, in Nassau County werden 83 Menschen derzeit unter intensiver Beobachtung sein. Also das sind so die Dinge, die praktisch jetzt, naja, die Wasserstandslage anzeigen. Aber für die Wall Street entscheidend ist ja im Prinzip das, was in den USA passiert. Wenn in Indonesien, wo es übrigens keine gemeldeten Fälle gibt, was sehr ungewöhnlich ist, wenn da 5000 Menschen umkommen, das interessiert die Wall Street überhaupt nicht. Aber wenn in den USA ein Sack Reis umfällt oder ein Patient hustet, dann wird das sehr, sehr wohl interessieren und da ist das größte Risiko. Wir haben jetzt dazu noch eine Gewinnwarnung von Microsoft. Hätte man eigentlich jetzt nicht als einer der ersten Kandidaten erwartet. Apple war ja der erste, dann kamen viele aus vor allem den klassischen Sektoren. Jetzt warnt Microsoft, wir werden nicht unsere Umsatzziele erreichen im Bereich Personal Computing wie Windows OEM. We are more negatively impacted than previously anticipated. Also wir sind doch stärker davon betroffen von dieser Coronavirus-Geschichte, als wir ursprünglich dachten. Der Kurs nachbörslich auf diese Meldung runter. Bei Apple gab es gestern ein Shareholder-Meeting, also praktische Anteilseigner haben sich da getroffen und die haben nach allem gefragt, nur nicht nach dem Einfluss des Coronavirus auf die Geschäftszahlen von Apple. Das zeigt da eine gewisse Complacency, eine gewisse Vertrauensseligkeit, die noch nicht so wirklich gerafft hat, was da los ist. Manche haben es schon gerafft. Wir sehen massive Umsätze etwa im Spider, in dem maßgeblichen S&P 500 ETF. Gestern 194 Millionen Kontrakte, vorgestern 218, davor, als es 3,3% nach unten ging, 161. Das kontrastiert mit
den seligen Zeiten noch vor gut einer Woche 43, 64, 54. Wir haben also teilweise jetzt das vier-, fünffache Volumen dessen, was da sonst in den seligen Zeiten alles geht nach oben, kauf die Fahnenstange, Dip. Hier der Fall war, wir sehen, dass jetzt Rekordabflüsse aus dem Spider eben auch der Fall sind, so stark wie seit dem Januar 2018 nicht mehr, als es ja auch ein bisschen nach unten gegangen war. Und wir haben hier jetzt dann gleichzeitig eben die Flucht weiter in Gold-ETFs oder Gold-gedeckte ETFs. Wir haben wieder massive Zuflüsse. Jetzt stehen wir auf einem Rekordniveau, was die Holdings betrifft, die Gold Holdings sozusagen, also die ganze Geschichte geht weiter. Hier noch zwei Charts, die zeigen, die Kupfer-Gold-Relation ist auf einem Allzeittief, normalerweise kein sehr gutes Zeichen, Kupfer ja als sensitives, konjunktursensitives Metall, Gold dagegen als sicherer Hafen, und wir sehen, dass die Inflationserwartungen an den Märkten massiv nach unten gehen. Man erwartet also offenkundig einen deflationären Schock durch dieses Coronavirus, durch diese Epidemie. Gut möglich, dass es so kommt. Erstmal ein deflationärer Schock, aber dann eben durch die Zerstörung von Lieferketten, durch den Wiederaufbau bestimmter Produktionsdinge, wie hier zum Beispiel Medikamente, das wird man nicht nochmal machen, diesen Fehler, dass man sich völlig abhängig macht. Ich hatte gestern im Marktflüster gesagt, dass viele Medikamente, auch sehr gängige Medikamente, teilweise gar nicht mehr lieferbar sind, schon bevor überhaupt diese Coronavirus-Epidemie eingesetzt hat. Ursache noch unbekannt. Apotheken jedenfalls werden zunehmend nervös, wie ich aus vielen Quellen inzwischen erfahren habe, dass der Nachschub eben nicht mehr kommt. Und irgendwann wird all das wieder in Deutschland hergestellt werden müssen. Und das ist teurer als in China. Daher dann wahrscheinlich erst deflationär, dann inflationär in zweiter Konsequenz. Wenn es jetzt blöd kommt, das sagt hier Exante, das ist ein Think Tank, der die großen Player berät, wie Notenbanken etc., Central Banks, Funds und Banken, große Unternehmen berät. Da sagt man, wir gehen davon aus, dass wir jetzt in einem frühen Stadium einer Pandemie sind und dass jetzt das große Problem ist, dass wir davon ausgehen, dass eben diese Geschichte sich weiter noch eskalieren wird. Und wenn es bis Mai nicht aufhört, so sagt Exante, dann sind die bisherigen Risikomodelle, die alle Banken, die alle Player am Markt haben, praktisch für die Katzen. Dann wird es richtig unangenehm, und auch die Wall Street, die Dickfische, die werden jetzt etwas skeptischer. Wir sehen Citigroup wie auch Goldman Sachs warnen, ja, da kommt noch mehr. Goldman Sachs sagt hier zum Beispiel, wir erwarten keinen tiefen Bärmarkt oder eine US-Rezession, aber die Positionierungen und die Bewertungen, die sind noch so extrem und noch nicht wirklich abgebaut. Normalerweise hat es sich ja immer gelohnt, den Dip zu kaufen, aber diesmal sollte man warten. Das geht noch günstiger, sagt etwa Goldman Sachs. Und das könnte heute die Privatinvestoren in den USA so ein bisschen kicken, so ein bisschen verunsichern. Was wir hier sehen, meine Damen und Herren, das ist der Nasdaq 100, die Charts von Capital.com. Wir sehen, dass wir gestern diese Erholung gezeigt haben, hier aber nicht weiterkommen. Jetzt im asiatischen Handel geht es deutlich nach unten mit den US-Futures. Das gilt auch für den S&P 500, der aktuell bei 3067 ist. Das gilt für den DAX, der vielleicht das gestrige Tief unterschreiten wird. Werden wir sehen, 12.447 Euro-Dollar hält sich jetzt weiter über der 1,09. Das wäre auch für den Dollar natürlich wahrscheinlich ein Massaker, der ohnehin überkauft ist, der Dollar. Wenn jetzt hier plötzlich auch die USA in Sachen Coronavirus in den Fokus rücken, wir sehen Gold, das sich bei 1651 hält, und amerikanisches Crude Oil jetzt sogar unter der 48er Marke. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Also, das ist der Stand der Dinge. Das größte Risiko im kurzen Zeitfenster ist jetzt, dass die Amerikaner praktisch hier, naja, gezwungen sind zu sagen, Leute, wir haben jetzt ein richtiges Problem. Das hat die Wall Street noch nicht so richtig auf dem Schirm. Das war sozusagen zwar als Möglichkeit vorhanden, wird aber jetzt konkreter. Ich erwarte, dass wir einen Bumpy Ride vor uns haben, dass wir neue Tiefs sehen werden, dass es dann wieder Erholungen gibt, aber dass wir erst im April ein Tief sehen werden und dann möglicherweise diese ganze Geschichte erstmal vorbei ist. We will see. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Start in die Donnerstag und sage Servus und Ciao, meine Damen und Herren.